Wir stecken in einem Dilemma. Einerseits erfreuen wir uns an den Möglichkeiten der modernen Technik, nutzen zunehmend und selbstverständlich die Vorteile der drahtlosen digitalen Kommunikation. Wir chatten, simsen und e-mailen mit der ganzen Welt, bestellen unsere Filme online und programmieren unser Navigationssystem, um uns per Satellit auf die möglichst störfreie, günstigste Route bringen zu lassen. Die in diesen Komfort hineingeborene Generation nutzt die bunte moderne Technik mit oft virtuoser Geschicklichkeit. Ihr Leben verläuft im Schwerpunkt digital, cybermäßig. Auf der anderen Seite mehren sich die warnenden Stimmen der Wissenschaftler, hochkarätiger Mediziner aus allen Spezialgebieten, von den renommiertesten Universitäten und Forschungszentren weltweit. Die durch elektromagnetische Felder verursachte Schadensliste reicht vom Burnout zum Hirntumor, von der anfänglichen Schlafstörung zur Depression und so weiter und so weiter. Rund um den Globus nehmen die Warnungen zu, aber sie werden überspielt von der selbstbewussten schönen Welt der zunehmend auf Inhalte getrimmten Industrie. Eine App für alle Fälle, Internetanschluss auch im Auto, ferngesteuerte Digitaltechnik bis in unsere Schlafzimmer. Freilich, der digitale Wahnsinn lässt sich längst nicht mehr aufhalten. Wir haben unserer zunehmend stressgeprägten Welt eine heimtückische Dauerberieselungskomponente hinzugefügt. Um es klar zu sagen, Memon will und kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Aber Memon will auch nicht die Warnungen, die Forschungsergebnisse, die eindeutigen Erkenntnisse der Wissenschaft ignorieren. Es ist auch ein Weg der Machbarkeiten, des pragmatisch-wissenschaftlich gestützten Wegs, wenn wir Lösungen anbieten, die uns, unsere Tiere und Pflanzen, unsere Umwelt schützen. Memon hat in 20 Jahren Forschung eine Technik entwickelt, die uns immer und überall vor künstlichen Strahlen schützt. Die Memonizer löschen krankmachende pathogene Informationen, schützen vor Elektrosmog, geopathogenen Störzonen, verbessern unsere Raumluft und unser Wasser. Kurzum, Memon ist ein biotechnologisches Instrument, das im Handy, im Auto, im Haus und im Büro bereits sehr erfolgreich zum Einsatz kommt.